Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Es freut mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Heute will ich nochmal so ein kurzes Video machen zum YouTube Family Phone. Manche von euch haben es noch nicht mitbekommen, dass ich so eine Nummer habe hier, so eine WhatsApp-Nummer. Ich habe hier mein altes Handy einfach genommen und Telefonnummer mir dazu geholt. Die findet ihr auch in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mir schon mal für mein nächstes Video peinliche, unangenehme Fragen schicken auf diese Nummer und die beantworte ich dann in meinem nächsten Q&A-Video. Und ich erkläre jetzt heute nochmal einfach ganz kurz, was es auf sich hat mit diesem Family Phone und so. Also ich hatte die tolle Idee einfach, dass ich jetzt einfach mal mein altes, weil ich habe mir ein neues Handy geholt und dann habe ich mein altes Handy gehabt und dachte so, okay, eigentlich könnte ich daraus so ein Community Phone machen, einfach, dass ich mir eine zweite Handynummer dazu hole und dann einfach diese Nummer euch allen gebe, dass ihr mir da bei WhatsApp schreiben könnt, mit mir schreiben könnt, mir sagen könnt, was ihr so für coole Sachen sehen wollen würdet, auf was für Videos ihr Lust hättet oder auch so, ich schicke auch ab und zu einfach so, schreibe ich mit manchen von euch und schicke Sprachnotizen raus und so weiter und so fort. Ich habe auch bei WhatsApp immer so eine Story, also es ist ja wie so eine WhatsApp-Story und da packe ich auch Sachen rein, die nicht bei Instagram oder YouTube oder TikTok oder irgendwo drin sind. Und dann dachte ich mir einfach, da können wir einfach ein bisschen mehr miteinander zusammen agieren. Das ist auch alles so ein näheres Verhältnis, wenn man bei WhatsApp miteinander schreibt. Das ist irgendwie so persönlicher, finde ich auch, als wenn ihr mir jetzt in die Kommentare, ihr könnt mir natürlich immer gerne in die Kommentare was reinschreiben, was für Videos ihr gerne sehen wollen würdet, wie ihr das Video fandet. Und wenn ihr Fragen habt, aber ihr könnt mir halt jetzt auch auf diesem Handy hier schreiben und könnt mir dann da einfach die Frage stellen. Ich schaffe das auch nicht immer, alles sofort zu beantworten. Also ich gehe halt immer rein nach hoch, wer als erstes geschrieben hat und so. Und dann versuche ich immer, die meisten Nachrichten zu beantworten nach und nach. Aber das sind halt echt viele Nachrichten und ich schaffe nicht immer, alle zu beantworten. Deswegen habe ich auch so eine Broadcast-Liste, wo ich mal eine Nachricht an alle rausschicke zum Beispiel, damit auch einfach jeder eine Nachricht bekommt, weil es ja sonst doof ist, wenn man lange wartet. Und dann schreibt ihr mir immer wieder. Ich mache auch manchmal so Anrufe einfach und dann telefoniere ich einfach mit euch und quatsche einfach mit euch bei WhatsApp-Videoanruf. Ja, und das ist halt das Family Phone. Wie gesagt, ihr könnt mir da halt schreiben, auf was für Videos ihr Lust habt, was ihr für Ideen habt, was ihr gerne sehen wollen würdet. Ihr könnt mir auch einfach schreiben, wenn ihr einfach mit mir schreiben wollt. Das geht auch. Ich schaffe es halt, wie gesagt, nicht sofort zu antworten. Dauert halt ein bisschen. Aber auf jeden Fall nehme ich mir alle Nachrichten und schaue sie mir alle an. Ich finde es auch voll lieb. Ich kriege so viele süße Nachrichten, Videos, Sprachnachrichten von euch allen. Viele haben bestimmt auch schon eine Antwort halt von mir bekommen. Und es freut mich echt, dass ihr, also die meisten sind ja schon auf dieses Family Phone gegangen. Wir sind da schon, glaube ich, mindestens 800 Leute oder sowas. Und ich bin echt begeistert davon, dass ihr mich so supportet, mich so unterstützt. Und ich hoffe, wir können da einfach noch coole Sachen mitmachen. Und ja, freut mich einfach, dass ihr auf meinem Channel seid. Abonniert die Glocke, dann seht ihr immer, wann ein neues Video von mir kommt. Dann klingelt, glaube ich, die Glocke bei euch auf dem Handy. Abonniert meinen Channel und gebt mir einen Daumen nach oben, wenn ihr meine Videos cool findet, auch wenn ihr das Video cool findet. Und danke an alle, die meine Videos bewerten. Ich freue mich immer über eine Bewertung, egal ob positiv oder negativ. Wie gesagt, ich sage ja immer, ich bin auch kritikfähig. So, und das war es jetzt auch schon von mir, Labertasche. Ich wollte euch einfach nochmal aufklären, was es hiermit so auf sich hat. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auf dem YouTube Family Phone. Schreibt mir, ruft mich an, könnt ihr auch mal. Ich gehe nicht immer ran, weil voll viele rufen gleichzeitig an. Dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Da kriege ich so Gruppenanrufe. Und dann mache ich gerade was an dem Handy und beantworte gerade Nachrichten. Und dann kommt schon wieder das Nächste rein. Und das Nächste, dann muss ich mal das WLAN ausschalten. Aber naja, auf jeden Fall, danke, dass ihr so eine tolle Community seid. Es freut mich echt, dass ihr, also ich kann euch dann auch besser kennenlernen, so mal eher persönlich und sowas. Wenn wir bei WhatsApp miteinander schreiben, sehe ich auch einfach mal, wer dahinter ist, hinter diesen ganzen Profilen, weil das ja alles Social Media ist und ich weiß nicht, bei WhatsApp ist irgendwie, da lerne ich euch ein bisschen besser kennen und wir stehen einfach näher aneinander und das finde ich echt cool. Ich hoffe, ihr findet das auch cool. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet, was ihr so davon haltet. Und das war's auch schon von mir. Und bis zum nächsten Mal.